Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ja, beim letzten Mal waren wir ein wenig in der Kaiserstadt unterwegs und haben tatsächlich auch Quests angefangen. Allerdings haben wir keine Dietriche, die wir für eine der Quests halt benötigen. Weshalb ich mich erstmal dazu entschieden habe, die Kaiserstadt erstmal wieder zu verlassen. Mit uns im Schlepptau haben wir jetzt den Vangelis. Begleitet uns jetzt ebenfalls, genauso wie Kyle das tut. Ne? Jetzt haben wir zwei Begleiter, mit Martin sind sogar drei. Ich glaube, das wird eine ganz nette Truppe. Ne? Wir sind hier ganz, ganz freundlich miteinander. Und ja, ich würde sagen, da oben geht's jetzt lang. Da oben geht's nämlich nach Koroll, also zu Vaynon Priorei. Wo wir den guten Martin ja abliefern sollen. Da wurden wir zu beauftragt. Ja, und Kyle trägt leider immer noch die Arena-Rüstung von uns. Das ist leider immer noch ein kleines Problemchen. Weil das will ich eigentlich gar nicht. Der soll eigentlich seine eigene Rüstung tragen. Aber die ist aktuell noch schlechter als die Rüstung, die er da hat. Also, als die Arena-Rüstung. So, das bedeutet, diese Folge wollen wir auch ein paar Dietriche zusammenbekommen. Hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Bin gespannt. Ne? Würde ich sagen. Ah, ja. Bin froh, dass ich es heute mal wieder schaffe, mehr als eine Folge aufzunehmen. Also die letzte Folge ist für mich gerade noch 2 Minuten her und für euch einen ganzen Tag. Das ist halt so. Oh, ich liebe diese Landschaft hier, ne? Würde auch echt gerne wieder erkunden. Wir waren gar nicht lange in der Kaiserstadt, aber irgendwie, ich mag dieses Erkunden am meisten. Was ich nicht mag, ist, dass hier immer irgendwie die ganzen Sachen aufploppen. Guck mal, da läuft wieder da reitet wieder eine kaiserliche Wache einfach mitten durch die Festung. Aber das, wie geil sah das bestimmt aus, als diese Festungen hier noch standen. Geil wäre ja so eine Mod, womit man diese Festungen wieder aufbauen kann. Nachdem man sie erkundet hat und von den Bösen befreit hat. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Ach, guck mal, da. Steht da auch schon auf dem Schild, ne? Koroll. Ja. Wir erinnern uns, hier waren wir vor einigen Folgen ja auch noch. Momentan reisen wir viel in den westlichen... westlichen Teilen von Cyrodiil. Und nordwestlich auch. Natürlich. Aber die Karte ist ja noch so groß, ne? Guck mal, wir haben jetzt hier auf dieser Seite haben wir schon ganz viel erkundet. Aber auch hier gibt es ja auch noch ganz viel, was wir noch nicht erkundet haben. Hier gibt es noch einen Ort, Schattenlaubdickicht. Da müssen wir ja noch die Nierenwurz sammeln. Aber hier unten haben wir ganz viel erkundet. Hier haben wir noch Krähenheim, wo es dann auch bald hingeht. Aber hier, wenn wir hier über die Berge laufen, ne, da haben wir auch noch ganz viel, was wir nicht gesehen haben. Und da werden wir auch noch irgendwann hingehen. Und hier unten haben wir noch überhaupt gar nichts erkundet. Wir waren noch nicht in Lea Vin, wir waren noch nicht in Bravil. Chardinal ist auch noch Bruma. Ne? Also das sind noch Städte, die haben wir noch überhaupt nicht besucht. Das wird auf jeden Fall noch ziemlich... okay. Ach, guck mal! Ich habe schon viel zu lange keinen guten Kampf mehr gesehen. Vangelis greift einfach selber an? Vangelis greift aber selber an, ne? Sontorian War Axe. Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen baff. Der greift einfach selber an. Guck mal, da brauchen wir kaum noch selber kämpfen, weil wir jetzt einen Begleiter haben, der endlich mehr kämpft. Oh, guck mal, da vorne ist noch eine Höhle, die wir nicht erkundet haben. Eine gute Gelegenheit, die ist jetzt nachzuholen. Ah! Hä? Hä? Ich komme hier nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie komme ich da hoch? Hallo? Jetzt spring doch. Spring doch.
Okay. Wundert mich gerade. Oh. Einer dieser ADHS-Trolle. Oh. Wen haben wir denn da? Warte mal. Was ist los? Werdet ihr müde? Diese ganze Gewalt. Dass ihr wisst, was ihr tut. Ein Lebenstrank. Sehr schön. Wo ist denn Martin? Leute! Bruder Martin ist bewusstlos, oh nein! Wo ist der denn? Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ah! Ein Braunbär, Hilfe! Alter, ist der riesig, warum ist der denn so groß? Ein Bärenpelz, okay. Hä? Ach, noch eine Beschwörerin. Angriff, Angriff, genau. Dann greif doch auch an. Okay, war das gerade nur Zufall, dass er gekämpft hat? Weil irgendwie hat er jetzt wieder nicht angegriffen. Ich verstehe diese Follower-Mod. Ich verstehe sie nicht. Manchmal greifen sie an, manchmal greifen sie nicht an. Gelber Hakenhöhle. Ob das wohl ein Haken hat? Diese Höhle? Haha. Voll lustig. Entschuldige. Ich entschuldige mich vorweg schon mal. Wo kommt man denn da rein? Hä? Wo ist denn der Eingang? Ach, da vorne. So, wir machen es wieder so. Hä? Kommt ihr? So, Bruder Martin. Bruder Martin. Ich kann nicht aufhören. So, du bleibst bei ihm, Kai, ne? Du bist ja hier die Leibwache quasi. Und Vangelis und ich, wir gehen in die Höhle. Der Vangelis wird uns länger begleiten auch noch. Hallo, Kyle, du sollst draußen warten. Sag mal, ist der blöd? Ja, jetzt hört er wieder nicht auf mich, ne? Gute Nachrichten, Burger. Das Oblivion-Tor in Quatsch. Okay, jetzt klappt das. So, Sternenlicht an. Und los geht's. Ach du Scheiße. What the hell? Okay. Was geht hier vor? Au, 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 au. Ein Flammenatronarch. Mehr könnt ihr also nicht. Oh, hier sind aber ein paar mehr Beschwörer, ne? Ja gut, wenn wir die Beschwörer besiegen, dann sind die, jetzt schreit er die ganze Zeit hinter uns rum. Ah, aber die Triche haben die auch nicht dabei, ne? Du könntest mal mehr tun, als nur rumschreien. Aber immerhin die Lebenstränke, ne? Cool. Nice. Die können wir auch gebrauchen. Aber als der hier stand, hier der Daedrot, das war schon harter Gegner. So. Ach, guck mal. Hier haben sie Ziegelstein liegen. Hier haben sie eine Truhe mit einem großen Seelenstein drin. Kerzen. Ich dachte, das wäre was Interessantes. Okay. Interessant hier, mein Freund. Ich benutze mal eben einen Trank. Ach, ich habe die Schwierigkeit gar nicht wieder runtergestellt. Aber weißt du was? Wir lassen die jetzt einfach mal. So, wir gehen mal hier lang. Ach, guck mal, da ist da schon der nächste Beschwörer. Die jetzt immer Dremoras, Angriff! Ja, dann greif doch an! Komm,
Was kommt, kommt. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Ach, guck mal. Sobald er angegriffen wird, greift er auch an. Sehr schön. Tut euer Schlimmstes. Boah, du bist voll stark. Glas-Tanto. Wo geht es lang? Ah, Natur. Schön. Ach, ich mochte es ja in der Kaiserstadt, ne? Aber ich bin auch froh, wieder mal außerhalb der Kaiserstadt zu sein oder außerhalb einer Stadt. Ich mag das Höhlenerkunden bei Oblivion. Ist eigentlich immer so das Schönste. Gelbe Zecke Inneres. Gelbe Zecke? Hä? Gelber Haken, heißt sie doch. Ich find's lustig, dass man da hinten durchschauen kann und da nix ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ist der Vangelis überhaupt unsterblich? Also wie Kyle? Oder nicht? Okay, es gibt zwei Eingänge in das Innere. Ach du meine Güte. Oh, der macht aber ordentlich Damage hier. Feinde sind in der Nähe. Ja, ich habe schon wieder Auto laufen an. Mann, drück immer aus Versehen Q. Da liegt das nämlich drauf. So. Ja, weil ich würde Vangelis gerne voll heilen. Aber er ist auf jeden Fall schon jetzt nützlicher als Kyle, ne? Also, das tut mir leid für Kyle, aber Kyle ist halt ein bisschen trottelig. So. Wir sind wieder vollgeheilt. Ich finde den Blick jetzt gerade schön von ihm. So. Geht's hier oben weiter? Die werden ja wohl auch noch Beschwörer sein. Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Ey, bleib stehen. Gut, dann nehmen wir erst sie hier. Ah, ich kümmere mich mal um den Atronarchen hier. Ich finde cool, dass er mitkämpft. Einfach. Ich freue mich gerade richtig, dass der mitkämpft. Ah! Fuck! Ah! Hilfe! Guck mal, kannst du so eine richtige Armee mit dir mitnehmen, ne? Hast du getötet? Wo ist denn hier noch einer? So, hier erstmal wieder Tränke mitnehmen. Was ist das denn? Spinnendätra? Ah. Können wir mal drüber sprechen, dass die ziemlich erschreckend aussehen? Dädra-Seide und Dädra-Venin. Okay. Das sind neue Gegner. Ja, wir sind jetzt natürlich auch ein höheres Level da. Wir haben keine Dietriche. Gib uns doch wenigstens ein paar Dietriche. Ist das fies. Ist das fies. Gift der Trennung. Okay. Feinde in der Nähe? Wo sind denn die Feinde noch in der Nähe? Wo geht es denn überhaupt noch lang? Das muss ich mal gucken hier. Ach, da unten. Guck mal, da unten sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Hallo. Komm, komm, es gibt keinen Grund für...
Könnt ihr keine friedliche Lösung finden? Nein. Wir finden niemals friedliche Lösungen. Unsere friedliche Lösung ist Blut und Stahl. Gelber Haken Höhle? Gelber Haken Höhle. Ja. Dann haben wir hier schon wieder fertig, oder wie? Haben wir wieder fertig und wir haben keinen Dietrich. Keinen einzigen Dietrich gefunden. Was sagen wir dazu? Nix. Dann kümmern wir uns jetzt um... Können wir hier warten? Okay. Ach, guck mal, da gibt es noch einen Gang, den wir noch nicht erkundet haben. Hier lang? Hier. Ich nur. Also wir. Warum ist das jetzt so leise? Wir lassen mal ein bisschen, Oh, diese Frostdrünnerchen halten aber ganz schön viel aus, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, wir müssen uns gleich mal heilen. Alter. Ich brauche einen Trank. Das sind nur die kleinen Tränke. Ah! Boah, Alter. Was hält der denn jetzt so viel aus? Boah, Leute. Nur mal ganz kurz hier Luft holen. Gott. Da waren jetzt aber schon... War schon nicht ohne. Ah, wir haben ja keine Dietriche. Ah, ich will Dietriche. Gebt mir Dietriche. Wo ist der Dietrich? Ich brauch Dietriche. Fackeln. Was soll ich mit Fackeln? Ich brauch keine Fackeln. Ich brauch Dietriche. Jägerweste. Brauche ich nicht. Ich brauch Dietriche. Leute. Dietriche. Vielleicht in der nächsten Höhle. Guck mal, das sieht hier aus, als wäre das irgendwie so ein geheimer Schalter, aber ist das nicht. Was liegt da hinten noch? Haben wir die? Jetzt haben wir alles fertig erkundet hier. Okay. So, wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Ah, oh, Ich weiß nie, wie man aus den Höhlen rauskommt. So. Hier lang. Guck mal, hier sogar mit so einem Vorhang, der mitten im Raum hängt. Raum. Raum ist relativ. Es ist ja eine Höhle. Mit mehreren Räumen. Also doch. Räume. Ob wir es heute noch zur Vaynorn Priorei schaffen? Oh, es ist schon wieder nachts. Follow me, mein Freund. Follow me. Lasst uns. Ja, folgt mir. So, Leute, wir warten aber noch ein bisschen, weil es ist schon wieder Nacht und ich will tags haben. Nein, nicht ganz. Aber wir werden tagsüber auf jeden Fall ankommen, oder? So, ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf den Weg zurück. Gehen wir richtig? Ja. Ach ja, unsere Reisegruppe, die immer größer wird. Also es gibt in der Kaiserstadt übrigens noch eine Person mehr. Also es gibt insgesamt 3 Leute, die ich in der Kaiserstadt geparkt habe, die man mitnehmen kann.
Ich wollte halt eigentlich in verschiedenen Städten weitere Begleiter noch hinzufügen. Toll. Ach, da kommen die anderen zwei. Wäre jetzt lustig gewesen, wäre Kyle nicht gekommen. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Ach, guck mal, da hinten die Festung, die wir schon mal erkundet haben. Ach. Guck mal, hier liegt sogar noch der Wolf, den wir vor unzähligen Folgen getötet haben. Und ein Troll. Aber ich finde halt cool, dass der, wenn der angegriffen wird, dass der dann mitkämpft. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Okay. Oh, guck mal, die Berge da hinten. Guck mal, man kann ja auf der Karte auch sehen, was so oben drüber ist. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man die Karte hinauszoomen kann. Werde ich mal offscreen versuchen. Ich speichere mal. Zwischendurch auch mal speichern. In Korolle ist uns das Spiel ja schon mal abgeschmiert. Ist bisher nur einmal abgeschmiert, das Spiel. Und wir wissen immer noch nicht, woran es lag. Sind wir wieder in alten Gefilden, wo wir am Anfang rumliefen. Schön hier. Ich mag die Gegend immer noch hier. Genau, hier erinnern wir uns. Hier war der Bauernhof. Aber was ich gerne einmal einstellen würde. Ich stelle jetzt doch die Schwierigkeit doch mal wieder hier ein bisschen runter. Wir hatten das letztes Mal hochgestellt wegen der Arena, damit die nicht zu einfach ist. Aber das war gerade schon ein bisschen knackiger in der Arena. In der Höhle. So, wir wissen, glaube ich, schon, ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Folge, was jetzt gleich passieren wird. Deswegen hole ich mein Schwert schon mal raus. Wir hören schon die Kampfmusik. Was ist denn hier bloß? Was passiert hier? Hilfe, ihr müsst uns helfen. Sie bringen alle in der Venon-Priorei um. Was? Haltet ein, sagt mir, was geschehen ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. Was? Wer greift die Venon-Priorei an? Ich war bei der Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Wo ist Joffrey? Ist er in Sicherheit? Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Natürlich. Der Mord an. Ich fürchte den Toten. Oh, okay. Ich fürchte den Toten. Wo gehst du hin? Stopp, halt, bleib doch hier. Beim Blut der Götter. Sie kamen aus dem Nichts. Habt ihr den Großmeister Joffrey gesehen? Nee, haben wir nicht. Ich weiß nicht, wo Joffrey ist. Schnell. Also, er soll in der Kapelle sein. Wir gehen in die Kapelle. Okay. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Bei den Beide. Nur hoffen, dass du wisst, was du tust. Alle überlebt? Wo ist Prior? Ihr seid zurück. Talos sei Dank.
Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Ich werde nach dem Amulett sehen. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Oh ja, ich auch. Ich auch, mein Freund. Oh, Blut am Boden. Geht nur. Oh nein. Prior Marborell. Das Gold brauche ich jetzt ja nicht mehr. Voll fies, ey. Einfach das Gold mitnehmen. So, hier hinten lagen noch zwei, ne? Ah, Level Up. Hey, schön. Gewand der mystischen Morgenröte. Mhm. Also das sind dieselben, die wir damals im Gefängnis gesehen haben. Ach man. Wir könnten die ja wiederbeleben, aber das würde halt storytechnisch einfach nicht passen. Der ist tot. Der ist storytechnisch ja auch gestorben. Also den hätte man auch nicht retten können. Warum guckt der so grimmig? Armer Prior Marborell. Er war schon tot, als ich herauskam. Wer könnte das getan haben? Ja, das waren die... Schönen Tag. Was hätten... Das waren die Leute, die euch angegriffen haben. Sie haben es an sich genommen. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. Ich habe Martin gefunden. Er ist in... Ja, er ist bei uns. Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Wo ist Martin denn in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrschertempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Ja, dann, auf, mein Freund. Auf, auf. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrschertempel in Sicherheit ist. Als Soldat... Okay. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrscher... Folgt er uns jetzt auch noch? Ach, die beiden machen sich jetzt schon auf den Weg. Das heißt, wir können eigentlich... Ja, Leute, was machen wir denn? Aber ich würde halt ganz gerne, Und er bleibt jetzt alleine zurück hier. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich war mir sicher, dass niemand von uns den Angriff überleben würde. Sag mal, was macht ihr denn jetzt eigentlich hier so alleine? Auf Wiedersehen. Ach, guck mal. Die beiden reiten los. Wir haben ja auch ein Pferd. Das ist ja unsers hier. Prior Marborell hat uns das ja damals geschenkt. Wir könnten jetzt tatsächlich auch losreisen, aber, Ne, er folgt uns doch. Okay, dann würde ich doch vielleicht erst zum Wolkenherrschertempel reisen. Folgt uns Joffrey denn jetzt auch? Scheinbar ja. Wir können die beiden jetzt nicht zu Fuß laufen lassen, also werden wir wahrscheinlich dann auch Wolkenherrschertempel. Okay, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Ja, dann geht's jetzt ab nach zum Wolkenherrschertempel. Wo ist der? Ah, da. Wir haben gar keine Quest. Venom. Priorei.
So, jetzt zeigt er uns das Ziel doch an. Das heißt, wir kommen auch am Brumar vorbei. Ich würde die beiden aber ganz gerne dann erst wegbringen. Weil sonst sind wir hier zu überfüllt. Eieiei. So eine große Reisegruppe hier. Wir sind jetzt 5 Mann hier. Das ist schon nice. 5 Leute. Und wir gehen ja alles zu Fuß. Auf dem Weg werden wir wahrscheinlich auch wieder die ein oder andere Höhle finden. Das heißt, wir kommen jetzt in den nördlichen Teil von Cyrodiil. Also gehen wir jetzt Richtung Himmelsrand. Das wird man auch an dem Gebirge und so auch dann merken. Es sieht schon deutlich nach Himmelsrand aus. Und dort werden wir dann auch ganz viele Nord treffen. So. Wir bleiben mal schön auf dem Weg hier, ne? Ist ein weiter Weg Richtung Norden. Meine Begleiter sind aber bei mir. Oh. Ein Bärchen? Könnt ihr keine friedliche Lösung finden? Warum ich das getan habe? Oh, ein Dietrich! Yay, wir haben wieder einen Dietrich. Einen einzigen. Und einen Bärepelz. Haben wir schon immer so rote Augen? Haben wir schon immer so rote Augen? Ich habe irgendwie Angst gerade. Da vorne ist eine Höhle. Da vorne ist eine Höhle, Leute. Da vorne ist eine Höhle. Ah. Wie heißt die Höhle? Ah, Minotaurus mit einer Waffe auch noch. Können wir mal Martin helfen? Alter, wie die Axt da wegfliegt. Oder was auch immer er trug. Ach nee, ein Hammer. Silberner Kriegshammer. Ich würde da tatsächlich die Höhle jetzt auslassen. Und schnurstracks Richtung Wolkenherrscher-Tempel reisen. Ich weiß, das ist eigentlich nicht meine Art. Weil eigentlich können wir die Höhle auch mitnehmen. Was ist denn, wenn wir ihn jetzt hier lassen? Wartet hier. Ich freute mich schon auf den Wolkenherrscher-Tempel. Wo ist Joffrey? Der steht da unten, okay. Den können wir ja keine Befehle erteilen. Du wartest auch wieder hier, ne? Du weißt das ja. So, wir gehen in die Höhle da vorne. Vielleicht finden wir da auch ein Bett. Hier soll auch ein Gegner sein. Hä? Nee, falsch. Schattenrasthöhle. Oh, wo ist die denn? Ah, ja, schon wieder eins von diesen hässlichen Viechern. Ah, Mann. So, dann gehen wir mal in die Höhle rein hier. Schattenrasthöhle. So, ihr seht mal wieder nichts. Deswegen mache ich Licht an. Ist praktisch, immer so ein Licht bei sich zu haben. Oh nein. Ist unsere Waffe verzaubert? Ja, ist sie. Okay. Oh nein, nicht wieder diese Viecher. Ich mag die nicht. Diese Will to the Wisp. Ich hasse die. Noch ein Dietrich. Ach, guck mal. Ein Traum.
Ah, wie gewonnen, so zerronnen, ne? War ja klar. Aber ich glaube, dass wir hier in der Höhle vielleicht noch den ein oder anderen Dietrich finden. Also ist alles gut. Oh, da ist noch so ein Vieh. Ein Landdrock. Droik. So. Ah, guck mal da. Ratte und Will to the Wisp. So, ja, ich glaube, Vangelis greift nur dann an, wenn er auch selber angegriffen wird. Bei Kyle ist das ja wirklich so, der greift ja überhaupt nicht an. Der rennt ja eher davon oder macht irgendwelchen anderen Blödsinn. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Ich habe das Addon, ach, das Addon sag ich schon, den Mod aber noch nicht ganz so verstanden. Die Mod. Ist ja eine Modifikation, deswegen die Mod, nicht der Mod. Und nicht das Mod. So. Da haben wir schon den nächsten. Glühstaub nehmen wir auch mit. Ring des Feuerschilds. Keine Dietriche. Aber er läuft auch manchmal ein bisschen rum wie Falschgeld. Er weiß manchmal auch nicht, wohin mit seinen Kräften. Ey, nicht dunkel werden. Nicht dunkel werden. Wir müssen doch sehen, wo wir herlaufen. Oh nein, Minotaurus. Ah! Hilfe. Hä, hey, jetzt greift er wieder nicht an? Okay. Irgendwie eine ganz komische Mod. Ring der Geschicklichkeit nehmen wir natürlich auch mit. So, wir haben wieder mit vereinten Kräften hier gekämpft. Ach, ich mag das so mit diesen Begleitern, das ist schon cool. Das macht das Spiel ein bisschen, ja, ich sag mal, interessanter. Vielleicht ist es aber auch einfach zu, dann auch jetzt zu einfach. Das weiß ich nicht. Oh, ein Spriggan. Und ein Bärchen. Bärenpelz, Bärenpelz. Sehr gut. Ja, manchmal macht er das, aber manchmal auch nicht. Guck mal, jetzt hat er nämlich gerade schon wieder angegriffen, aber ganz oft greift er nicht an. Die habe ich schon durchsucht. Also ich weiß es gerade nicht. Was, weil ich habe bei ihm ja auch noch nichts an den Einstellungen geändert. Ich habe ihm ja noch nichts befohlen. Deswegen weiß ich das gerade gar nicht. Oh, gleich zwei Schwarzbärchen. Die sind kleiner, ne? Die Braunbären sind größer. Als die Schwarzbären. Guck mal. Sie kuscheln. Oh. Vangelis, kann ich dir ein bisschen was geben? Du bist ja auch jetzt hier unser... Guck mal, der kann ja auch so einen Ring bekommen, ne? Hier, Feuerschild. Und der Geschicklichkeit, das kann er auch haben. Dann würde ich ihm jetzt hier tatsächlich... Guck mal, er hat noch so viel Platz in der Tasche. Hm, ach, schön. Die Bärenpelze überlassen. Warum hat er jetzt seine Rüstung ausgezogen? Hä? Was? Ich habe doch gar nichts getan. Oh nein. Okay, scheint, als müssten wir ihm dann jetzt wieder Rüstung besorgen. Okay. Ja, gut. Wenn wir Rüstung finden, kriegt er die.
Okay, wir haben immer noch keine Dietriche. Ja, er hat jetzt seinen Brustpanzer verloren, ups. Aber wie gesagt, das galt ja eh nicht als Rüstung. Das habe ich ja schon mal gesagt. In der letzten Folge habe ich das schon mal erwähnt, glaube ich. Dass das ja nicht... nicht als Rüstung gilt in dem Fall. So, komm nur her. Huppa. Hahaha. Jetzt lachst du aber nicht mehr. Jetzt lachen wir. Warte, hier war doch auch noch eine. Stiefel der Schockresistenz. Leichte Rüstung. Rind. Was? Rind des Feuerlaufens? Wie Rind? Da steht auch Ring. Also da müsste Ring eigentlich stehen. Das ist wohl ein Schreibfehler. So. Weiter im Text. Ja, aber hier gibt's auch kein Bett, ne? Oder ist hier irgendwo ein Bett? Nee. Gibt kein Bett. Es gibt kein Bett. Hui. Da ist noch ein Braunbär. Da hinten ist noch ein Will to the Wisp. Wir nehmen uns aber erstmal die 36 Gold hier aus dem Trüchchen mit. Und töten erstmal diesen Bären hier. So. Bärenpelz, Bärenpelz, überall nur Bärenpelz. Au. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich bescheuert? Hat er uns schon entdeckt, dieses Will to the Wisp-Vieh? Wo ist es denn? Ah. Es greift unseren lieben Freund hier an. So, hier sind noch zwei Trüchen. 45 Gold. Nehmen wir natürlich immer fleißig mit. Streitaxt der Schwäche. Okay. 14 Schaden. Vangelis, ich habe eine Axt. Die würde ich dir gerne einmal überlassen. Ist ja voll blöd, dass er seine Rüstung einfach ausgezogen hat. Oh, hier geht's wohl nicht lang. Ist wohl verschüttet. Dann haben wir die Höhle fertig. Hm. Ohne Bett. Es gibt kein Bett hier. Ja, dann wieder raus und die Leute wieder einsammeln. Unsere anderen vier Begleiter. Wir haben die Höhle hier ausgekundschaftet. Ich werde das aber in Zukunft auch so machen, auch wenn wir mehrere Begleiter dabei haben. Also, jetzt keine Story-relevanten Leute, sondern wirklich Begleiter. Dann würde ich das tatsächlich auch so machen, dass... dass ich immer nur mit einem Teil der Gruppe dann in die Höhlen reingehe. Also, und es wird auch nicht so sein, dass ich jetzt hier irgendwie 20 Mann mitnehme. Ich würde es vielleicht so nach alter Dragon Age Manie machen und ich nehme halt nur 3 Leute mit. Also ich werde da jetzt nicht mit 20 Mann daherlaufen. Auswahl gibt's genug und vielleicht erstelle ich ja auch noch ein paar NPCs, wenn ich dafür Zeit finde, dann mache ich das auch mal. Das hat eigentlich damals immer sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Charaktere sind jetzt schon ein paar Jährchen alt. Ne? Die habe ich damals mit dem Creation Kit erstellt. War ganz schön. Und hat auch wirklich riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe ja auch noch ein Haus erstellt. Das funktioniert allerdings nicht mit dem Spiel aktuell. Also da stürzt das Spiel dann jedes Mal sofort ab. Ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Also wenn ich die Schnellreise dahin mache, aber auch wenn ich dahin laufe. Also ich habe beides schon ausprobiert, aber das Spiel stürzt dann halt ab und ja, das ist halt schade. Ich hatte auch mal geplant, eine eigene Siedlung zu erstellen und so. Das wäre auch ganz schön, aber das habe ich recht schnell wieder verworfen, weil das doch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und die Zeit habe ich aktuell auch nicht, um das nochmal in Angriff zu nehmen. Das Haus war eigentlich so gedacht, dass es halt ein Haus ist für
Das sieht jetzt irgendwie voll bekloppt aus, dass er keine Rüstung mehr anhat. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder auf den Weg kommen. Oder ist da hinten auch noch eine Höhle? Ah, keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier hoch. Ich hoffe, wir finden unsere Leute wieder. Als erstes müsste sich ja Kyle uns offenbaren. Den haben wir ja als erstes, nee, gar nicht. Den haben wir als zweites dagelassen. Okay, da ist Joffrey. Nur wo ist Kyle? Da ist Martin. Scheiße, wo habe ich Kyle abgestellt? Kyle? Ach da! Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, er wäre weg. So, follow me. So. Martin? Martin, kommen Sie? Martin, hier. Lasst uns zum Wolkenherrscher-Tempel weitergehen. Ich habe seit dem... Ja, dann folgt mir. So, aber... Ach, ist das schön hier. Guck mal, unsere ganzen Gefährten, ne? Die vier folgen uns. Ja, das soll es für heute aber erstmal wieder gewesen sein. Wir haben heute viel, viel erlebt. Viele neue Begleiter dazu gewonnen, beziehungsweise eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich haben wir ja nur Joffrey noch mit dazu gekriegt. Ich erinnere mich noch daran, wie wir nur mit Kyle unterwegs waren. Das ist ganz schön, jetzt mehrere Begleiter dabei zu haben. Ja, ich kann so schon mal vorweg sagen, wenn wir im Wolkenherrscher-Tempel sind, werden wir ja neben Martin und Joffrey einen weiteren Begleiter verlieren. Der wird dann auch erstmal da bleiben. Vielleicht lasse ich auch alle erstmal da. Und wir reisen erstmal wieder alleine. Das entscheide ich dann spontan noch. Ja, aber für heute soll es das erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Oblivion. Und ja, dann geht die Reise Richtung Wolkenherrscher-Tempel weiter. Und ja, bis dahin sage ich jetzt einfach mal tschüss.